Hallo, ich bin Ellie Jenix und in diesem Video zeige ich euch alles über das geheime Bestreben. Viel Spaß! In The Sims 4 gibt es wirklich jede Menge zu entdecken. Es gibt geheime Orte, geheime Wesen, versteckte Sims und es gibt eben auch ein geheimes Bestreben. Und das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Falls du dich übrigens generell für die Geheimnisse in The Sims 4 interessierst, schau auf jeden Fall bei meiner Tipps und Tricks Playlist vorbei. Dort findest du wirklich jede Menge Videos darüber. Bevor wir jetzt ins Spiel starten, erzähle ich euch noch ganz kurz ein wenig über das geheime Bestreben. Um genau zu sein, ist es aber eher eine Sucht als ein Bestreben. Eure Sims können nämlich süchtig nach Grillkäse werden. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt gleich. Wie könnte es anders sein? Wir sind auch heute bei meiner Familie Smith. Und zwar sind wir heute bei Nick. Er wohnt ja mittlerweile alleine in Brightchester, weil er an der Uni studiert. Und wenn alles nach Plan läuft, dann wird er in diesem Video jetzt süchtig nach Grillkäse. Gut, was müssen wir als erstes machen? Ihr habt es euch vermutlich schon gedacht, damit Nick süchtig nach Grillkäse wird, müssen wir jede Menge Grillkäse essen. Deswegen wird er jetzt einfach mal eine Partygröße zubereiten. Und Nick ist gerade am Grillkäse zubereiten, das werden wir in diesem Video tatsächlich noch öfter sehen, aber dazu später mehr. Sehr gut, und jetzt müssen wir Grillkäse essen, und zwar so viel wie möglich. Essen wir einfach mal 3 Portionen und dann warten wir ab, was passiert. Jetzt sitzt Nick da und isst seinen Grillkäse. Er ahnt vermutlich noch überhaupt nicht, was passiert. Und jetzt isst er die 2. Portion. Und die 3. Portion. Und nach der 3. Portion Grillkäse bekommen wir folgende Benachrichtigung. Glückwunsch, Nick hat das verborgene Grillkäsebestreben freigeschaltet. Du findest es bei den anderen Essenbestreben. Er kann zudem eine neue freundliche Sozialinteraktion ausführen, über Grillkäse reden. Jetzt öffnen wir einmal die Bestreben. Und hier unter Essen sehen wir jetzt Grillkäse. 0 von 3. Dieser Sim isst nicht nur gerne Grillkäse-Sandwiches, sondern er redet darüber, träumt davon und würde sogar sein Leben dafür opfern. Das Bonusmerkmal, das wir hierbei erhalten können, ist Schmelzprofi. Schmelzprofis haben ihre Seele und ihren Körper dem Grillkäse verschrieben und sind wahre Gurus. Sie können Grillkäse-Sandwiches heraufbeschwören und Grillkäse-Gemälde anfertigen. Und jetzt wählen wir natürlich das Bestreben aus und klicken auf OK. Nick hat jetzt eben hier unten das neue Bestreben. Und auf der ersten Stufe müssen wir mit 3 verschiedenen Sims über Grillkäse sprechen und 10 Grillkäse-Sandwiches essen. Ich hätte gesagt, beginnen wir einfach mal damit, dass wir den Rest der Grillkäse-Sandwiches aufessen. Und wir haben die Hälfte geschafft. Und jetzt muss Nick weitere zubereiten. Und 9 von 10, wir haben es gleich geschafft. Perfekt, das hätten wir jetzt abgeschlossen. Er muss jetzt noch mit 3 verschiedenen Sims über Grillkäse sprechen. Und deshalb hätte ich gesagt, geht er jetzt einfach seine Familie besuchen. Und zwar wohnt seine Familie in Windenburg. Und das hier ist ihr Haus. So, und hier sind wir. Jetzt klopfen wir schnell an die Tür. Es ist zwar 4 Uhr früh, aber es ist seine Familie. Also, die müssen immer aufmachen, oder? Perfekt, sie haben uns aufgemacht. Okay. Gut, hier haben wir gleich seinen Vater. Dann werden wir jetzt als erstes gleich mit ihm über Grillkäse sprechen. Und da freundlich haben wir dann hier über Grillkäse reden. Über Grillkäse reden. Und dann reden wir noch mit John über Grillkäse. Über Grillkäse reden. Perfekt. Dann haben wir das erste Level gleich einmal abgeschlossen. Sehr gut, Meilenstein erreicht. Nick hat Gouda-Grünschnabel freigeschaltet. Er ist jetzt auf jeden Fall auf dem 2. Level und zwar muss er jetzt 10 Grillkäse-Sandwiches von ausgezeichneter Qualität essen und 3 Gruppenmahlzeiten Grillkäse-Sandwich zubereiten. Und dann muss er noch mit 5 verschiedenen Sims über Grillkäse sprechen. Ich hätte gesagt, da wir schon da sind, beginnen wir einfach gleich noch einmal bei seiner Familie und reden hier nochmal mit jedem über Grillkäse. Irgendwie ist es schon schräg. Ich meine, stellt euch mal den Moment vor, ihr kommt nach Hause und ihr macht nichts anderes, als mit allen die ganze Zeit über Grillkäse zu sprechen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie meine Eltern darauf reagieren würden. Aber okay, jetzt müssen wir 3 Gruppenmahlzeiten Grillkäse-Sandwich zubereiten. Und das werden wir jetzt einfach einmal machen. Dann gehen wir wieder auf Kochen und bereiten einfach eine große Familiengröße an Grillkäse zu. Jetzt möchte seine Mutter nicht mehr, dass er hier kocht. Das ist dein Sohn, lass ihn doch bitte kochen. Wow. Okay, wir müssen wieder nach Hause gehen.
Seine eigene Mutter möchte nicht, dass er in ihrem Haus kocht. Wie nett. Level 3 der Kochfähigkeit erreicht. Perfekt. Und das ist ausgezeichnet. Sehr gut. Gut, dann essen wir jetzt noch 2 und dann... Das war gerade spooky, aber hier verwandelt sich gerade jemand in einen Werwolf. Und zwar habe ich einen Werwolf-Mod in meinem Spiel installiert. Falls du mehr darüber wissen möchtest, ich blende dir jetzt hier rechts oben mein Video dazu ein. Aber jetzt gehen wir zurück zu Nick. Er muss immerhin ganz viele Grill-Käse-Sandwiches essen. Und eines noch, dann haben wir das auch abgeschlossen. Perfekt, das haben wir jetzt auch abgeschlossen. Wir haben jetzt noch eine Aufgabe offen. Und zwar müssen wir noch mit 2 Sims über Grillkäse reden. Das heißt, ich hätte gedacht, er besucht jetzt einfach mal seine kleine Schwester. Seine kleine Schwester wohnt nämlich in San Myshuno und zwar hier. Hier wohnt die Familie Smith. Wir müssen die beiden jetzt nicht einmal besuchen. Sie und irgendein Junge sind nämlich schon im Flur und dann werden wir uns einfach mit den beiden unterhalten. Er stellt sich jetzt bei der kleinen Alina vor. Sehr gut, sie mag uns. Schauen wir, ob sie uns noch immer mag, wenn wir ihr jetzt etwas über Grillkäse erzählen. Und dann müssen wir eben noch seiner Schwester Maya etwas über Grillkäse erzählen. Über Grillkäse reden. Das ist so ein weirdes Bestreben. Ich würde echt gern wissen, wer vom EA-Team auf diese Idee gekommen ist. Sehr gut, wir haben auch das jetzt abgeschlossen. Und jetzt sind wir schon auf der 3. und letzten Stufe. Jetzt haben wir wieder 3 neue Aufgaben. Und zwar erstens Grillkäse-Sandwich im Weltraum essen, ein Grillkäse-Sandwich von ausgezeichneter Qualität zubereiten und mit dem Sensenmann über Grillkäse reden. Okay, die ersten beiden Dinge sind tatsächlich kein Problem. Alle, die mein Video über den Alien-Planeten Sixsam gesehen haben, die wissen bereits, dass Nick schon im Weltraum war. Also er war sogar auf einem Alien-Planeten. Also kann er auch dort jetzt sein Grillkäse-Sandwich essen. Das ist kein Problem. Ein Grillkäse-Sandwich ausgezeichneter Qualität zubereiten ist auch kein Problem. Das mit dem Sensenmann könnte ein wenig problematisch werden. Vielleicht müssen wir in diesem Video also sogar jemanden umbringen. Aber dann gehen wir jetzt einmal wieder nach Hause und werden die Grillkäse-Sandwiches von ausgezeichneter Qualität in sein Inventar packen. Dann packen wir die jetzt in sein Inventar und dann werden wir uns auf den Weg zu seinen Eltern machen. Nachdem sie uns vorher verboten haben, dort zu kochen, wollte ich sie eigentlich nicht mehr besuchen, aber sie haben immerhin die Rakete dort stehen und sonst kommen wir nicht in den Weltall. Also zurück zur Familie Smith. Und hier sind wir. Hier hinten im Garten ist jetzt die Rakete. Und da er das Grillkäse-Sandwich im Inventar hat, können wir jetzt einfach Grillkäse-Sandwich im Weltraum essen auswählen. Das ist sehr cool. Perfekt. Dann wird Nick jetzt ins Weltall fliegen und dort sein Grillkäse-Sandwich essen. Weiß übrigens jemand von euch, ob Grillkäse-Sandwich in einem anderen Sims-Teil einmal gebackener Käse geheißen hat? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwann einmal gebackener Käse hieß. Keine Ahnung, ob es in Sims 3, 2 oder gar Sims Deluxe war, aber irgendwann kommt mir vor, dass es so geheißen hat. Gut, er ist wieder da. Auf dem Weg zum Ruhm. Okay, cool, jetzt wird er auch noch berühmt für seine Grillkäse-Sandwiches. Toll. Jetzt müssen wir noch ein Grillkäse-Sandwich von ausgezeichneter Qualität zubereiten und dann eben noch das mit dem Sensenmann. Das heißt, wir werden jetzt einfach wieder einmal nach Hause gehen. Und wie könnte es sein, er wird jetzt wieder ein Grillkäse-Sandwich zubereiten und ich hoffe, diesmal ist es gleich von ausgezeichneter Qualität. Perfekt, es ist von ausgezeichneter Qualität und jetzt müssen wir noch das mit dem Sensenmann erledigen. Irgendwie ist es gemein zu entscheiden, wen wir jetzt umbringen. Keiner aus seiner Familie. Laden wir einfach diesen Travis ein. Ich kenne dich nicht, gut. Oh, okay, er schläft, dann suche ich einfach irgendwo hier mein Opfer. Ich verstehe einfach nicht, wieso nie wer hier in der Nacht auf dem Campus unterwegs ist. Das sind doch Studenten. Die sollten doch nur irgendwo unterwegs sein, oder? Ich sehe keinen. Hier ist jemand. Es tut mir leid, Mr. Masato Kato, du wirst heute sterben. Wir stellen uns einmal freundlich bei ihm vor. Wir sind ja keine Unmenschen. Nein! Okay. Er ist weg. Wo sind alle anderen Sims? Hier ist jemand. Wer bist du? Hier ist jemand. Wer seid ihr? Daryl. Irgendwas sagt mir Daryl. Daryl Charm. Ja. Den hat Nick eigentlich schon kennengelernt, aber ich glaube, da habe ich nicht gespeichert. Nein. Und zwar, jetzt muss ich schon wieder ein anderes Video von mir ansprechen.
Daryl kommt nämlich in meinem Video über den Geheimbund an der Uni vor. Da hat Nick ihn nämlich schon kennengelernt und sagen wir so, sie haben sich nicht so sonderlich gut verstanden. Deshalb habe ich jetzt gar nicht so schlecht das Gewissen, dass wir ihn jetzt umbringen werden. Also natürlich sollte man niemals jemanden umbringen, nur weil man sich nicht gut mit ihm versteht. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Gut, wir haben uns jetzt vorgestellt. Dann werden wir mit ihm einfach gleich einmal eine Gruppe bilden und werden ihn mit nach Hause nehmen. Weil, ja, solche Dinge sind einfach einfacher, wenn man sie zu Hause erledigt. So, wir reisen wieder nach Hause und irgendwie wird dieses Video langsam creepy. Liegt es an mir? Ich glaube nicht. Und zwar machen wir jetzt den ältesten Sims-Trick der Welt. Wir sperren ihn nämlich einfach hier in diesen Raum ein und dann verkaufe ich die Tür. Das dauert zwar ein paar Tage, aber keine Sorge, das spule ich natürlich vor. Perfekt. Jetzt gehen wir in den Baumodus und verkaufen ganz einfach diese Tür. Und jetzt heißt es warten. Nick ist jetzt am Schlafen. Daryl würde auch schon gerne gehen, aber es funktioniert seltsamerweise nicht. Er schaut auch nicht mal so glücklich aus. Langsam scheint es ihn also zu nerven. Aber er tut nicht wirklich etwas, um freizukommen. Ja. Und er verhungert. Glaube ich zumindest. Ja. Gut, Daryl stirbt jetzt gerade. Es tut mir sehr leid, Daryl, aber manchmal müssen Opfer gebracht werden. Und hier haben wir jetzt den Sensenmann. Steh auf, Nick. Wir müssen mit dem Sensenmann über Grillkäse sprechen. Daryl ist jetzt in dieser special aussehenden Urne und jetzt werden wir uns einmal respektvoll beim Sensenmann vorstellen, damit wir mit ihm über Grillkäse sprechen können. Aus irgendeinem Grund ist er kokett. Okay, lieber Sensenmann, das ist deine Sache. Darüber wollen wir gar nichts wissen. Und jetzt können wir mit ihm über Grillkäse sprechen. Hier, perfekt. Meilenstein erreicht. Abgeschlossenes Bestreben. Nick hat unter Schweiß, Blut und Tränen zahllose Grillkäse-Sandwiches hergestellt und seinen Traum, ein Schmelzprofi zu werden, verwirklicht. Verdientes Merkmal, Schmelzprofi. Er kann jetzt Grillkäse-Sandwiches heraufbeschwören und Grillkäse-Gemälde anfertigen. Also wir sehen jetzt, in seinen Merkmalen hat er jetzt Schmelzprofi. Wegen Abschluss des Grillkäsebestrebens. Schmelzprofis haben ihre Seele und ihren Körper dem Grillkäse verschrieben und sie sind wahre Gurus. Sie können Grillkäse-Sandwiches heraufbeschwören und Grillkäse-Gemälde anfertigen. Und das ist ein Belohnungsmerkmal. Sehr gut, die Urne von Daryl werden wir jetzt einfach hier aufbewahren. Ich habe keine Ahnung, warum die Urne übrigens so aussieht, aber sie gefällt mir sehr gut. Nick wird jetzt hier an seiner Leinwand ein Grillkäse-Gemälde anfertigen. Ich bin schon sehr gespannt. Okay, das sieht irgendwie aus wie SpongeBob. Schreibt es mir doch in die Kommentare, wenn ihr auch findet, dass das aussieht wie SpongeBob. So, wie kann ich jetzt Grillkäse-Sandwiches heraufbeschwören? Ich werde jetzt einfach mal auf ihn draufklicken und hier wirklich Grillkäse heraufbeschwören. Das geht wirklich so einfach. Hat er übrigens schon immer einen kleinen Bauch oder kam das jetzt durch die 1735 Grillkäse, die er in diesem Video gegessen hat? Wir werden es wohl nie erfahren. Aber gut, dann soll Nick jetzt seinen letzten Grillkäse für vermutlich eine ziemlich lange Zeit genießen und ich werde das Video jetzt an dieser Stelle auch beenden. Und jetzt weißt auch du alles über das Bestreben und kannst deine Sims endlich süchtig nach Grillkäse werden lassen. Dann hoffe ich natürlich, euch hat mein Video gefallen. Ich freue mich über jedes Abo, über jedes Kommentar und über jedes Like. Und natürlich hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!